Hi, hier ist Norman. Ich trinke schon seit mehreren Jahren destilliertes Wasser, also so 1-2 Liter täglich. Und es bekommt meiner Gesundheit auf jeden Fall. Also ich bin seit mehreren Jahren nicht mehr krank, erkältet und besuche keinen Arzt. Und das wesentlich Wichtige ist am Wasser oder an allen Getränken, dass es schadstoffarm sein muss. Weil die Schadstoffe sind definitiv schädlich. Und nur weil unser Leitungswasser oder das Flaschenwasser aus dem Supermarkt geprüft ist, bedeutet das nicht, dass es auch frei von Schadstoffen ist. Häufiger ist es eher so, dass die Schadstoffe den Grenzwerten angepasst werden. Also steigen die Schadstoffe, dann steigt auch der Grenzwert. Oder viele Stoffe werden gleich gar nicht erst geprüft. Die sind natürlich trotzdem im Wasser, wie Schwermetalle, Quecksilber, Herbizide, Pestizide aus der Landwirtschaft oder Medikamentenrückstände, gefährliche Hormone, Kalk, Nitrate und so weiter. All das findet man im Wasser, im Leitungswasser oder auch im Flaschenwasser. Und es gibt kaum noch wirklich reine Quellen. Also durch unsere Luft- und Gewässerverschmutzung landen auch sehr viele Schadstoffe in den reinsten Quellen. Oder im Transportweg werden sie auch wieder Schadstoffen ausgesetzt. Deshalb ist es wirklich wichtig, dass wir wirklich reines Wasser finden. Und das gelingt am besten mit einem Destillationsgerät, welches wirklich reines Wasser hinterlässt. Kein Wasserfilter filtert zum Beispiel alles, wie schädliche Hormone aus Medikamenten. Und wir müssen definitiv keine zusätzlichen Hormone noch in uns hineinpumpen. Das Wichtige ist also, da Wasser auch ein Lösungs- und Transportmittel ist, braucht unser Körper unbedingt sehr reines Wasser, damit es auch als Reinigungsmittel dienen kann. Natürlich wäre es noch besser, wenn wir frisch gepresste grüne Säfte, die auch gleichzeitig noch Nährstoffe enthalten, trinken. Oder die meisten Tiere essen eigentlich nur, um genug Wasser aufzunehmen. Deshalb essen viele Tiere überhaupt so viel, weil es in ihrer Nähe keine Trinkwasserquelle gibt. Also es wäre natürlich noch besser, wenn wir frisch gepresste grüne Gemüsesäfte oder Wasser aus einer Trinkkokosnuss trinken. Das enthält auch noch zusätzlich viele Nährstoffe und Elektrolyte. Aber in erster Linie ist es wichtiger, dass wir alle Schadstoffe herausbekommen aus dem Wasser. Und wie gesagt, die meisten Filter taugen nichts. Und ich habe auch schon auf einer Messe mein destilliertes Wasser mit Dreifachfiltern verglichen und mein destilliertes Wasser hatte immer viel bessere Werte, also viel weniger Parts per Millions, also Teilchen, die sich in dem Wasser noch aufhalten, sind im destillierten Wasser zu finden. Sprich, destilliertes Wasser ist einfach reiner als jeder Filter. Oder manche Filter bringen sogar noch mehr Keime mit in das Wasser, wie gerade auch Brita-Filter sind wirklich ganz schlecht. Ja, das sind also regelrechte Keimschleudern und dass sie nicht so sehr verkeimen, wird dann noch Silber eingesetzt und das Silber landet dann auch im Wasser. Also diese Filter schädigen uns sogar noch mehr, als sie überhaupt irgendwas bringen. Also das wesentlich Wichtige ist, dass wir unbedingt reines Wasser trinken. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Auch zum Beispiel Regenwasser ist ja quasi nur Wasser, also wie destilliertes Wasser, wenn es nicht durch die Luftverschmutzung noch Schadstoffe aufnehmen würde. Eine häufige Lüge über destilliertes Wasser ist, dass das destillierte Wasser uns Mineralien raubt. Aber alle Mineralien in dem Mineralwasser können wir in der Form gar nicht verwenden. Also häufiger müssen wir Nährstoffe zu den Mineralien essen und die Mineralien müssen auch in kolloider Form überhaupt vorliegen, damit sie der Körper verwerten kann. Also es ist viel besser, wenn wir ganze Lebensmittel essen, um unseren Mineralienhaushalt zu decken. Oder wer Angst hat, dass er zu wenig Mineralien isst, soll einfach einen Teelöffel Chlorella-Pulver in sein destilliertes Wasser geben. Schon nimmt er mehr Mineralien auf als alle Mineralienwasser zusammen. Also die Mengen an Mineralien, selbst wenn sie der Körper verwerten könnte im Mineralienwasser, ist viel zu gering, um überhaupt einen Bedarf zu decken. Also Mineralien bekommen wir nur aus der Ernährung. Auch gerade aus Algen, die sind die mineralienreichsten Lebensmittel überhaupt. Und
in Algen sind die Mineralien auch in wirklich verdaulicher Form vorhanden, die der Körper dann auch so aufnehmen kann. Wie gerade auch so isolierte Mineralien oder die ganzen Vitamin- und Mineralienpräparate sind oft gar nicht verwertbar für den Körper oder es werden Synergien komplett missachtet. Viele Mineralien können wir nur in Kombination mit anderen Nährstoffen aufnehmen oder müssen in einem bestimmten Verhältnis zu anderen Mineralien aufgenommen werden. Wie zum Beispiel, es ist sehr schädlich, Kochsalz zu essen. Auch unter anderem deshalb, weil es ja eigentlich nur Natriumchlorid, also viel Natrium enthält. Aber unser Körper braucht eigentlich viel mehr Kalium als Gegenspieler. Also so zerstören wir das Gleichgewicht von unserer Kalium-Natrium-Pumpe komplett. Und in allen Pflanzen ist mehr Kalium vorhanden. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir nicht einfach nur isolierte Mineralien betrachten, sondern immer die Synergien auch mit im Hinterkopf behalten. Also es ist auch wirklich wichtig, dass wir Mineralien aufnehmen. Ich empfehle deshalb auch nicht reines Wasserfasten, denn die meisten Menschen leiden an einem Nährstoffmangel. Und frisch gepresste grüne Gemüsesäfte aus zum Beispiel grünen Sprossen wie Weizengras oder grünen Sonnenblumensprossen füllen unsere leeren Nährstoffdepots auch gleichzeitig noch auf zum Entgiften. Auch nicht fasten würde ich mit Obst, denn der viele Zucker, den die überzüchteten Früchte enthalten, entzieht uns sogar noch mehr Wasser. So, eine zweite Lüge über destilliertes Wasser ist, dass es sauer ist. Das liegt nur daran, weil destilliertes Wasser keine Pufferung besitzt und somit werden auch kleinste Verunreinigungen gemessen, wie zum Beispiel Gase aus der Luft. Also nur weil man etwas mit einem Messgerät misst, heißt das nicht, dass es dann auch sauer wirkt oder dass es jetzt schlecht ist. Genauso funktioniert es auch umgekehrt. Zum Beispiel für mich wäre jetzt rein basisches Wasser, welches der Körper auch wirklich verwerten kann, eher kontraproduktiv. Aber bei den meisten Menschen, die übersäuert sind, hilft basisches Wasser sogar. Aber was ist denn alles basisch? Eigentlich sind alle rohen Lebensmittel leicht basisch. Also auch durch den Keimprozess zum Beispiel werden dann sauer wirkende Getreide oder Hülsensprossen plötzlich basisch. Also wer sich gesund ernährt, braucht sich über eine Übersäuerung sowieso keine Gedanken zu machen. Hier ist mal mein Destilliergerät und vom Prinzip her funktionieren alle Destilliergeräte gleich. Wichtig ist nur, dass wir das destillierte Wasser dann auch in einem Glasbehälter auffangen und nicht in einem Plastikbehälter. Solches Wasser wird zum Beispiel in Südostasien als besonders rein erachtet und in Flaschen verkauft. Nur hierzulande hat es die Werbeindustrie geschafft, dass wir plötzlich den Kalk im Wasser als besonders wertvoll erachten. Wäre es nicht besser, wenn wir das wirklich reine destillierte Wasser jetzt noch strukturieren? Es kommt immer auf die negativ geladenen Kolloiden an, die heilende Wirkung vom Wasser ausmachen. Zum Beispiel das heilende Hunza-Wasser enthält nicht wirklich viele Mineralsalze, sondern es liegt an ihrer kolloiden Struktur, die heilende Wirkung ausmacht. Auch besonders Rohkost hat eine kolloide Struktur mit vielen negativ geladenen Wasserstoffionen für einen optimalen Nährstofftransport. Und das ist das Wichtige. Auch besonders Alfalfa oder Möhren enthalten viele dieser Kolloide. Es reicht schon aus, wenn wir Wasser einfach nur in Bewegung setzen. Schon entsteht heilendes Wasserperoxid, H2O2. Also Wasser kann magnetisch, mechanisch oder elektrisch strukturiert werden. Nur das Problem ist bei den meisten Verfahren ist, dass die Struktur nicht dauerhaft bleibt. Also schon wenn wir das Wasser einfach nur in einen anderen Behälter schütten, geht die Struktur verloren. Oder wenn wir die Steine raustun, dann ist die Struktur auch spätestens, wenn das Wasser im Magen landet, wieder komplett verschwunden. Also es ist wichtig, dass die Struktur auch dauerhaft bleibt. Aber wenn wir wirklich viel Rohkost essen, dann brauchen wir uns darum auch wenig Gedanken zu machen. Viel wichtiger ist, dass das Wasser wirklich frei ist von allen Schadstoffen und das ist nur mit Sicherheit mit destilliertem Wasser zu erreichen.